Eine verlassene Halle irgendwo in Bayern. Dahinter verstecken sich Individuen, die in freier Wildbahn so gefährlich sind, dass man sie einsperren muss. Sie sind allesamt leistungsfähiger, als es scheint. Hinter diesen drei Toren verbergen sich 1385 PS. Doch wann braucht man so viel Power? Wir alle kennen das. Man fährt auf der Autobahn schon ziemlich flott unterwegs, aber es gibt immer einen, der hat noch einen größeren, noch einen schnelleren. Und dann sind die Jungs auch noch so drauf, dass sie natürlich dauernd wegblinken. Ja, okay, fahr vorbei, meinetwegen. Entschuldigung, ich kann halt nicht so schnell. Jetzt wäre es eigentlich Zeit für ein Auto, das ein bisschen schneller ist, ein bisschen stärker, aber wo man es nicht so direkt sieht. Ja? Wolf im Schafspelz brauchen wir jetzt. Genauso ein Jäger lauert hinter Tor 1. Er kommt aus dem fernen Japan und trägt das Kürzel MPS, Mazda Performance Series. Außer einer Lufthutze, 18 Zoll Alus und einem Spoiler am Heck verrät nur der Tacho, dass sich hier etwas mehr Power als sonst unter dem Blechkleid verbirgt. Ein 2,3 Liter Turbo mit 260 PS katapultiert den Japaner in nur 6,1 Sekunden auf 100 km/h. Der Schub hört erst bei 250 auf. Dafür genehmigt sich der Vierzylinder 9,6 Liter Sprit im Durchschnitt. Sein Preis liegt bei unschlagbaren 27.500 Euro. Nur ein Mazda, mögen manche sagen, aber 260 PS dürften im entfesselten Zustand schon ordentlich antraben. Der GTI-Jäger ist bereits in der zweiten Generation auf dem Markt. Matthias' Eindruck nach den ersten schnellen Kurven? Das geht sehr, sehr flott voran hier. Und auf diesem engen Geläuf hier fühlt er sich sehr wohl, weil er setzt sofort Lenkbewegung um. Bremse ist gut. Handbremse, was ist mit der? Ja, die geht auch. Nicht nur die Bremsen, sondern auch die Verkaufszahlen des Mazda 3 sind gut. Um 32% sind sie seit der Abwrackprämie gestiegen. Und für sein Geld bekommt man auch noch ordentlich Mäusekino. Nett ist auch diese Turbo-Ladedruckanzeige zwischen Drehzahlmesser. Upsala, zwischen Drehzahlmesser. Und Geschwindigkeitsanzeiger, wie heißt das nochmal richtig? Tacho, ne? Richtig, Matthias. Zeit also, den Wolf in sein Revier zu lassen. Die Autobahn. Doch erst heißt es Tuning mal anders. Also für die Autobahn ist der MPS eigentlich noch viel zu wolfig, viel zu jung. Wir müssen das Gerät erstmal ein bisschen tarnen, eine schöne Rentnerkarre draus machen. So, als erstes mal hier der Wackeldackel, ne? So, brav. Kommt gleich noch was. Schön Regenschirm, sowas haben die Jungs auch immer hinten drauf liegen. Und für alle Kenner, abkleben nicht vergessen. Matthias' Innenraumdeko hat hingegen eher einen symbolischen Charakter. Und dann natürlich noch das Fellverhüterli. Schön kuschelig. Kann losgehen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wer da auf der Autobahn so alles auf meine Tarnung reinfällt. Eins fehlt allerdings noch. Jetzt ist es perfekt. Der Rentnerhut, der darf nicht fehlen. Das Ziel ist klar für den alten Herrn. Auf Beute warten und dann genüsslich verspeisen. Also so ein echter Träumer, der setzt sich jetzt mal schön auf die linke Spur mit 120. So, da hinten kommt schon, was kommt denn da? Oh, das ist doch ein 5er BMW, oder? Und zwar einer, der es eilig hat. Okay, also da war's. Aufblenden, ich schalte mal runter. Mal gucken, ob er mithalten kann. Mr. 5er BMW. Na? Nix, oder? Nix auf der Naht. Ah, das ist Demütigung. Er bleibt zwar dran, aber er hat keine Chance. Fünfter Gang ausgedreht, 220. Nope. Und die sechste Welle. Tschüssi! Ja. Und genau für solche Aktionen braucht man Wolf im Schafspelz. Und hier kommt noch mehr Wolf im unschuldig weißen Fell.
Der Opel Insignia OPC. Dieser Blitz ist der schnellste serienmäßige Opel aller Zeiten. Die Ingenieure haben ihm sogar einen Allrad spendiert. Nur die blau unterlegten Embleme und ein Tacho bis 300 deuten auf einen echten Adrenalinspender hin. Der V6 mit Turbo sorgt für 325 PS. Von 0 auf 100 braucht der Kombi nur 6 Sekunden. Bei 250 km/h wird der OPC elektronisch eingebremst. 11,4 Liter verbraucht er im Durchschnitt. Sein Preis liegt bei stolzen 47.000 Euro. Ordentlicher Sound inklusive. OPC ist die Abkürzung für Opel Performance Center. Das Fitnessstudio für biedere Großserienautos. Dort hat man den neuen adaptiven Allrad entwickelt. Zusammen mit einem Sportdifferential sind Traktionsprobleme kein Thema. Der Insignia OPC ist definitiv ein Understatement-Auto und es fühlt sich auch innen drin Understatement an. Aber wenn man auf den Tacho guckt, zicki zack stehen da schon wieder 180 drauf. Und das völlig entspannt und seriös. Und das gefällt mir auch wieder, weil ich meine, so eine Krawallschleuder, wo du auf der Autobahn die ganze Zeit denkst, oh Mann, ist der laut und ist der hart, sowas braucht man eigentlich auch nicht, wenn man lange Strecken hinter sich bringen will. Und das passt. Der ist knackig, der hat Kraft und der ist leise und komfortabel. Also, ab auf die Autobahn. So, und was machen wir aus unserem Original OPC Race Kombi? Einen schönen Babybomber. Ich find's cool. Trotz Babytarnung geht Matthias auf Nummer sicher und verhüllt auch den letzten Hinweis auf Power. Doch kaum auf der Autobahn möchte schon wieder einer in Matthias' Kofferraum parken. So, also, was kommt denn da hinten? Das ist doch ein alter Porsche. Mit Blinker links natürlich, so wie sich's für einen Porsche-Fahrer gehört. Boah, wie fährt der denn auf? Sag mal. Also, da glaube ich, muss ich mal runterschalten und mal Tschüss sagen. Das ist jetzt für alle Opel-Fahrer, die ihr zu Hause sitzt, Jungs. Ich mache jetzt für euch diesen Porsche nass. Seht ihr, wie er kleiner wird im Rückspiegel? Ah, ist das nicht ein schöner Anblick? Immer kleiner und kleiner, der kleine Porsche. Mit dem Windelbomber Porsche nass gemacht. Aber jetzt ist es Zeit für den bösesten Wolf, den Rudelführer hinter Tor 3. Ein BMW M6. Gut, die Karosserie ist kein echter Schafspelz, aber das, was unter der Haube dieses Exemplars steckt, erwartet definitiv niemand. Die Tuningschmiede G-Power aus Aresing ist für die leichten Modifikationen zuständig. Unter der Haube wartet ein V10 Bikompressor mit 800 PS. Diese Fabelzahl beschleunigt das Monster in 4,2 Sekunden auf 100. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei sagenhaften 345 km/h. Der Verbrauch? Über 20 Liter Super Plus. Den Preis für so viel Leistung kann man durchaus als Schnäppchen bezeichnen. 150.000 Euro. Dafür bekommt man aber einen brüllenden Dampfhammer, auf dem sogar der Chef unterschreibt. Oh, fahren wir mal los, ne? Oh. Ach du Scheiße! Dieser M6 ist nichts für schwache Nerven. Es handelt sich auch hier um ein Alpha-Tier mit einer Vorliebe für Rauchzeichen. Wem übrigens die normale Übersetzung nicht reicht, kann auch das Weltrekordgetriebe ordern. Dann läuft der Bayer über 370 Sachen. Alter Schwede, ist die Karre krank. Und krank ist auch der Motorumbau. Er kostet 56.000 Euro. Adrenalin und quer bis zum Anschlag sind dann aber garantiert. Man hat das Gefühl, das Auto kommt da überhaupt gar nicht mit. Es verwindet sich die ganze Zeit. Die Hinterräder drehen durch. Man muss vorne mit den Vorderrädern nachkorrigieren.
So, jetzt müssen wir uns diesen Wahnsinn mit den schwarzen Spuren echt mal angucken, weil das ist unfassbar. So lange Spuren habe ich noch nie gemacht. Also, Sie gehen hier los. Wir sind da rausgekommen im zweiten Gang, ne? Und dann geht's hier los. Also nach ungefähr 100 Metern ist hier genau die Unterbrechung, wo ich vom zweiten in den dritten Gang geschaltet habe. Und dann geht hier im dritten Gang gleich diese Misere mit den zwei schönen schwarzen Strichen weiter. Bis ganz weit da hinten hin. Da laufen wir jetzt mal hin, ne? Müssen ja auch mal ein bisschen Sport machen, nicht nur die Autos. Hier hinten ist er nochmal so nach rechts quer gekommen. Im dritten Gang wohlgemerkt, ha? Und es ist wirklich kein Scheiß, keine Veräppelung. Hier hinten ist immer noch schwarzer Strich. Ha? Bis, Moment. So, geht immer noch weiter. Hier ist die Spur zu Ende. Hallo, könnt ihr mich noch sehen? Das muss ich einfach mal geben, diesen Blick da hinten. Das ist ein halber Kilometer schwarze Striche. Und was hat das bitte mit Understatement zu tun? Bei der Karosserie von einem BMW M6 von einem Schafspelz zu sprechen, ist natürlich ein bisschen Quatsch. Aber dieser hier hat nicht 507 PS wie das Original, sondern er hat 800 PS. 800 PS. Und dann passt das natürlich mit dem Schafspelz schon, weil ich meine, mit 800 rechnet in diesem Auto gar keiner. Bis man halt dann die schwarzen Striche auf der Straße sieht. Ob dem auch wirklich so ist, testet Matthias wieder in freier Wildbahn. Also so ein 800 PS-Gerät, das kann man ja auf so einem kleinen Areal gar nicht so richtig ausfahren. Dafür braucht man die deutsche Autobahn. Und wir sind jetzt so bei 200. Und das schüttelt der M6 von G-Power so richtig locker aus dem Ärmel. Das ist wirklich wie mit anderen Autos 100 fahren. Der getunte BMW ist komfortabel abgestimmt und bringt einen auf Wunsch auch stressfrei ans Ziel. Jetzt machen wir mal von 100 auf 300. Das geht wahnsinnig schnell. Wir hatten jetzt gerade den dritten Gang drin und da ist bei 180 dieses Traktionslämpchen nach vorne angegangen. Das finde ich schön. 250, nächster Gang. 270, 80, 90, 300. Das kann man keinem Menschen erzählen, wie schnell das geht. Das glaube ich nicht. Die haben doch den Tacho gezinkt. Nein, Matthias, haben sie nicht. Gerade mal 26 Sekunden braucht der stämmige Bayer von 0 auf 300 km/h. Teilweise wirken die Bilder wie im Videospiel. Aber G-Power schafft eine beeindruckende Realität. Fehlt nur noch jemand, der sich traut, dieses Monster anzublinken. Oh, oh. Was ist das denn? Ein Porsche. Schön. Aber das ist nicht irgendein Porsche. Das ist ein GT3. Der dicke Heckflügel. GT3 RS. 450 Pferdchen. Aber das ist halt nur halb so viel wie der hier, ne? So, also, traut er sich jetzt mal zu blinken oder was? Der Porsche-Fahrer riskiert tatsächlich eine dicke Lippe. Da machen wir doch gerne Platz. Wow. Zack, zack. Tschüss. So, und der Porsche wird ziemlich schnell, ziemlich klein da hinten. Ne? Überhaupt keine Chance. Unfassbar. Also ich meine, wenn man jemals in einem GT3 RS gesessen ist und weiß, wie der abgeht, dann weiß man, was das jetzt gerade für eine Packung war. Ja, gucken wir mal, ob sie weinen. Ciao. Na komm, wir überholen sie nochmal, oder? Ja. Für Matthias steht die Entscheidung eindeutig fest. Also der bissigste Wolf unter den Wölfen im Schafspelz kann natürlich nur der M6 sein. Ich meine, die anderen sind auch wirklich cool und natürlich viel, viel günstiger. Der MPS mit seinen 260 PS schiebt ordentlich an, der OPC sowieso. Aber ich meine, diese Übermacht mit 800 PS,
Das ist der absolute Hammer. Das Einzige, was Matthias heute noch bremsen kann, wäre ein leerer Tank. Und das geht leider viel zu schnell. Das war ja mal eine Ansage. 800 PS im BMW. Das war richtig böse, sage ich euch. Aber einen habe ich noch. Ja, wie jetzt? Noch mehr Dampf? Nee, jetzt geht's mehr so um Understatement. Dicke Hose mit Buntfalte sozusagen. Buntfalte auf Röhre? Also, hier kommen noch drei böse Wölfe. Und jetzt Crème de la Crème. Klar, dass der erste Wolf aus Wolfsburg kommt. Der Passat R36. Doch der ist kein Passat mehr. Er ist ein Passerati. Diese Limousine ist nichts für kleine Klinkenputzer. Den kriegt nur der Chefvertreter. Der 3,6 Liter V6 hat einen kernigen Sound, finde ich. Also der ist sehr präsent im Innenraum. Ist man gar nicht gewohnt für so eine Spießerkarre, ehrlich gesagt. Mit 300 PS ist der R36 der stärkste Passat aller Zeiten. Startautomatik und 250 km/h Topspeed inklusive. Doch bei den Wölfen im Schafspelz geht es ja um Understatement. Deswegen habe ich ein bisschen was für die Tarnung vorbereitet, nämlich die obligatorische Klorolle. Und die kommt hier hinten rein. Die V6-Maschine eignet sich auch bestens für den gemütlichen Ritt bei Tempo 100. Doch wenn es von hinten blinkt und drängelt, genügt ein kleiner Tritt aufs Gaspedal und es heißt... Ciao! Der hat sich auch gedacht, den kleinen Passat, den blinke ich mal weg. Nickeste, nicht mit dem R36er. Ja. Geil, oder? Ein Ford Fusion 1,4 TDI verzockt. Doch dies war nur der erste Streich. Der zweite Wolf im Schafspelz wurde 500 Kilometer weiter südlich geboren. Der Mercedes G55. Eigentlich Försters Liebling. Doch hier hat Werkstuner AMG Hand angelegt und 500 PS in dem Geländemonster versteckt. Wenn man halt mal jemanden verblasen will, schaltet man einfach runter und alles andere, was sich so auf der Straße befindet, wird einfach nur erstens so komplett zerstäubt und vor allen Dingen demoralisiert. Weil niemand rechnet damit, dass das Ding so abgeht, wie es abgeht. Jedes Schaf wird von diesem Wolf sofort gerissen. Aber wie sieht es mit anderen Wölfen aus? Der aktuelle Porsche Carrera braucht übrigens 4,9 Sekunden von 0 auf 100, der hier 5,5. Also wenn der Kollege in dem Elfer so ein bisschen den Start verpennt, hat man mit dem hier auf jeden Fall gewonnen. Jetzt geht's auf die Autobahn. Und damit da auch niemand merkt, was das hier eigentlich für ein heißes Gerät ist, werden wir das Ding natürlich schön abkleben, tarnen und täuschen. Das G55 muss auch noch weg. Und ich glaube, jetzt sieht kein Mensch mehr, dass das Ding so viel Leistung hat. Los geht's. Obwohl der Motor mehr könnte, ist aus Sicherheitsgründen bei 210 km/h Schluss. Aber das reicht. Wäre doch mal eine E-Klasse, eine C-Klasse. Der blinkt schön. Das ist sogar ein Sportcoupé. Dem werden wir es zeigen. Ciao. So, er versucht es rechts. Ah. Also er gibt Vollgas und wir geben Vollgas und jetzt ziehen wir so langsam weg. Streift er den Schafspelz ab, brüllt der G55 also auch seinesgleichen weg. Vom Förster zur Familie. Und Familienzeit ist Kombizeit. Zum Beispiel im BMW 320d. Da heißt es eigentlich Platz für die Kinder. Auch die Schwiegermutter darf mit. Nur ist er so ein bisschen anders als alle anderen Dreier-Tourings, die es auf dieser Welt gibt. Denn hier steht zwar Dreier drauf, drin schlägt aber laut und heftig ein Fünferherz. Mannhardt Racing hat der einzigen Familienkutsche den M5-Motor verpasst. 550 PS bringt der jetzt auf die Straße. Unüberhörbar. Der Antritt von dieser M3-M5-Komborette ist natürlich absoluter Wahnsinn. Weil das Auto auch noch 300 Kilo leichter ist als ein normaler M5 Touring. Und dadurch geht das Ding sowas von böse nach vorne. Dank geänderter Motorsteuerung und einer geänderten Auspuffanlage und zwei Cuts, die weggelassen wurden, leistet er jetzt nicht 507, sondern 550 PS. Und damit ist dieser kleine, kompakte Dreierkombi völlig übermotorisiert. Und genau so muss das auch sein.
Doch dieses Kraftpaket will beherrscht werden mit dem automatisierten SMG-Schaltgetriebe. Freudenspender Nummer 2 neben dem V10 ist, finde ich, absolut das 7-Gang-SMG. Wenn ich Ihnen das mal kurz demonstrieren darf, wenn du hier die nächste Welle reinmachst, dann geht ein Ruck durchs ganze Auto und das ist wirklich sensationell. Und wer nach 7 Schaltvorgängen trotzig auf dem Pedal bleibt, erreicht Tempo 324 im Familienauto. Ein echter Wolf im Schafspelz.